Seht euch diesen Sonnenuntergang an. Ist er nicht wunderschön? Ach ja, man wird schon als mein Schlaf motiviert so ein bisschen, nicht wahr? Was machst du ein Ding hier mitten in irgendwo? Ach, Reisende, habt ihr diesen merkwürdigen Berg da drüben bemerkt? Seht nur, wenn ihr die Augen ein bisschen zusammenkneift, könnt ihr ihn dann sehen. Ein riesiger Berg, sieht aus wie ein Schiff. Aber in dieser Gegend kann es doch wohl unmöglich ein Schiff geben. Es ist mir ein Rätsel. Ja, ne? Der Berg sieht eindeutig aus wie ein Schiff. Das kann doch nicht sein. Gehen wir mal hier rein. Hier ist eine Kirche unten in. Gleichzeitig. Na dann, gucken wir mal, ob es sich lohnt, ne? Können wir auch direkt schlafen gehen. So. Oh, Dominik ist auch da. Hi, wie geht's dir? Wir kommen an der Herberge wieder reisen. In dieser späten Stunde ist er. Wir müssen zu dieser späten Stunde sehr erschöpft sein. Das macht dann 12 Goldmünzen. 12? Das ist ja wirklich geil. Richtig wenig. Huch. Was machst du da schon wieder? Hör auf, da zu bauen. Der ist doch schon fertig. Der König mal wieder, ne? Was der wohl vorhat? Vielleicht geht's diesmal schneller als beim letzten Mal. Wäre schön, ne? Ihr habt hoffentlich gut geschlafen. Wer hält uns jederzeit wieder? Und das ist die, macht einen auf Priesterin hier. Das ist super. Aber ich denke mal, das sollte ich jetzt, will ich jetzt nicht. Weil die ist eh alt, die kann das nicht mehr so richtig. Ne, Mini-Medaille nehmen wir noch ganz gerne mit. Und dann gehen wir hier raus. Ja, wir gehen hier raus. Da gehen wir raus. Und dann gehen wir in diesen Brunnen rein, der auf einen wartet. Hüpp! Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Was ist das? Ist das eine Krone? Ein blauer Fußboden? Was hat es denn da auf sich? Mach mal hoch. Nimm mal die Krone. Die Krone steckt fest und rührt sich nicht. Hilfe! Ist da jemand? Hallo, befreit mich von dieser Krone! Hm? Was? Ich bin hier unten, hier, direkt unter euren Füßen. Ich bin oben am Brunnenrand gesprungen, aber da bin ich reingefallen. Jetzt komme ich nicht mehr raus, so helft mir doch. Zieht an dieser Krone, um mich zu befreien. Ihr müsst kräftig ziehen, jetzt sie sitzt sehr fest. Ja, wir helfen dir. Danke, ihr müsst einfach nur an der Krone ziehen. Es gibt keinen Grund, zimperlich zu sein. Ihr könnt ruhig feste ziehen. Okay. Gut gemacht, ihr habt die dämliche Krone. Nehmt sie als Belohnung, Schlürf. Jungs, hat die Schleimkrone und steckt sie in den Beutel. Hat sich doch gelohnt, hier runterzugehen, ne? Ich sag's ja mal wieder. Es lohnt sich, in die Brunnen abzustecken. Sonst habt ihr nichts hier? Wart ihr schon mal auf der anderen Seite der Ebene? Da unten gibt's was richtig Tolles zu sehen. Da gibt's ein richtig altes Schiff. Es war sogar größer als wir, selbst als wir ein Riesenschleim waren. Das ist die Lore des Schleim. Wenn die Krone aufsetzen, verwandeln die sich. Aber wenn man die Krone nimmt, dann... Ja. Ist auf jeden Fall eine gute Kopfbedeckung für unseren guten Jangus. Deswegen soll er sie auch gleich ausrüsten. So, Moment. Dann kann das der Torbar nämlich weg. So. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir uns zum Schiff, das Schiff mal genauer ansehen, nicht wahr? So. Die Menschen sind netter als ich dachte. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Gern geschehen. Immer wieder gern. Die Kronen? Ist aber später, glaube ich, soweit ich weiß, sogar ein Item, was wir halt erschmieden müssen. So, wie kommen wir dann am schnellsten da runter zum Schiff? Wer bist du? Man bekommt hier unten richtig gutes Steinsalz, wisst ihr? Ich grabe es aus, verkaufe es, davon lebe ich. Steinsalz. Oh. Apropos, ist wieder was fertig. Zeig mal her. Steinsalz braucht man später zum Craften. Ausgezeichnete Arbeit. Eine starke Arznei, ne? Eine starke Arznei. Die ist gut. So. Ich muss die alle später, die ganz starken Arzneien, ja auch später alle noch weiter craften. Das ist immer so viel. Ich hoffe, es geht irgendwann schneller. Das wär's, was er dazu austüfteln könnte. Einen schnelleren Kessel. Einen wesentlich schnelleren Kessel. Rein, fertig. So, wie kommen wir denn am besten hier runter? Kann ich hier einfach lang gehen? Scheint, sieht so aus, ne? Wir wollen ja zum Schiff, ne? Wir brauchen ja ein Schiff. Dulmagos ist ja im Westen, guck mal, kaum weg, ist schon kaum ein Gegner. Im westlichen Kontinent. Wir leben ja im Osten bis jetzt. Im westlichen Kontinent. Von der Weltkarte aus gesehen.
ist auch immer so eine Sache, ne? Wusstet ihr, ich weiß nicht, das wissen doch vielleicht nicht alle, aber wusstet ihr, dass wenn ihr euch eine Weltkarte in Amerika kauft, dass Amerika in der Mitte ist? Und nicht Europa? Ja. Jedes Land hat so seine Eigenheiten, ne? Weltkarte. Bei Japan ist Japan in der Mitte. Warum auch immer das so ist, also bei Amerika in der Mitte passt ja gar nicht, weil da hat man ja komplett Asien und so aufgesplittet. Das ist halt komplett irgendwie merkwürdig. Na gut, wir wollen zum Schiff. Ich denke mal, hier kann man auch keinen Abstecher später machen. Ich weiß nicht, wir gucken. Ja, wir haben später sowieso genug mehr Möglichkeiten, uns schneller fortzubewegen. Dementsprechend machen wir uns lieber auf zum Schiff und kämpfen noch ein paar gegen Felsenbomben, die schnell erledigt werden sollten, weil die explodieren können in dein Face. Was halt nicht so geil ist, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel die aushalten. Es gibt leider keine so Scanner-Funktion, weißt du? Das wäre cool, ne? So Gegner scannen für ein Tagebuch oder so. Für einen Eintrag, aber nein, man kriegt die Gegner, die Gegner werden im Buch da kategorisiert automatisch, wenn man sie besiegt oder wenn man sie antrifft. Was ein bisschen schade ist, ne? Man hätte so eine Scan-Funktion, wisst ihr? So. Wie bei hier, Paper Mario 2. Das wär's. Wo man halt im Kampf immer ein bisschen mehr Zusatzinfo erfährt, die man normalerweise hier im Spiel nachschlagen muss, ne? Die muss man, ja, ich habe nur mal geguckt, aber was mein Leben sagt, deswegen. Mal abchecken. So, wie kriegen wir dieses Schiff denn? Well, I never. What have we here? Yes. This must be it. The ancient ship we heard about in Pickham. Now we can pick up Dool Magus's hateful trail again. But it's enormous. How on earth will we get it down to the sea? Only it wasn't quite so far inland. I know. Show me the map. Now, let's see. Here's my castle. Which means now we must be... Here! Unbelievable! We're directly south of the castle. I had no idea we were so close to home. In that case, we should go back to the castle and see if we can find mention of this ship in the library. We might just find a clue. There's no time to lose. We must return to Trodane. To the castle! Ja, wir gehen zum Schloss. Das ist ja, wenn ich auf das Weiß gesehen habe, müssen wir hier einmal rum, ne? Das Schloss haben wir gesehen. Da ist eine Höhle, die uns wahrscheinlich zum Schloss führt. Ey, sind das wirklich diese normalen Billigdinger oder sind das... Oh, das ist keine Gruppe. Wieso ist das keine Gruppe? Das sind vier Stück. Warum kann es keine Gruppe sein? Ja, die können nichts. Okay. Das sind normalen Dragomagus. Die können nichts. Dracomagus, nicht Dragomagus. Hä? Ja nun, ne? So, und wurde extra explizit auf der Karte markiert, oder? Wir müssen da hoch. Da geht's ja irgendwie... Irgendwo geht's ja da lang, ne? Irgendwo geht's hoch. Also hier runter wollen wir nicht. So, ich muss auch kurz mal gucken. Das ist ja ziemlich verwirrend aufgebaut. Ne, wir können einfach hier geradeaus, oder nicht? Oder? Wir werden's ja sehen, ne? Wir werden's ja sehen. Alter, rosa Rüpel! Voll die Punks hier! Mach mal hier einen Zauber. Du kannst auch einen Zauber, ne? Du kannst doch hier die Dings hier. Saus. Ist das gut? Ja, würde ich sagen, ja, ne? Also ich würde unterschreiben und sagen, das ist gut. Besser als ihr Feuer. Alter, die hauen auch immer rein, die Affen. Das ist immer so unnormal stark. Ja, leerer Blick, ne? Ich denke, jetzt sollten die einfach. Boah! Es ist einfach so unfassbar, diese Affen, Alter. Es ist einfach so unfassbar.
So, Headshot. Geht ja eigentlich nur Headshot? Weil es ja eigentlich nur ein Kopf mit Arm und Bein ist. Ja, meine Güte, da muss man sich ja ständig immer heilen, gegenheilen hier. Diese Affen sind nicht ohne. Ich war noch nie ohne. Ey, stell dir mal vor, der macht einen Verzweiflungsangriff und hat sich vorher auf 100% aufgepowert oder so. Wie viel Schaden das machen muss. Sind wir hier richtig? Ja. Ich muss hier irgendwie noch da, ne? Ah, okay, da ist sogar ein Weg, okay. Oh. Es ist natürlich Glas fertig. Alchemiekessel. Das sieht gut aus, ich weiß. Es ist immer so mühselig, immer bei jedem Male hier was reinzutun. Ich weiß, ich weiß. Ah, da müssen wir leider durch. Das ist eine Sache, die ich leider nicht offscreen machen will, komplett. Ich mache mir meinen Controller kaputt, wenn ich die ganze Zeit nur den Stick in eine Richtung neige, eher auf Dauer. So, wir können hier nach rechts und nach links. Ja, wir sollen nach links. Wir haben hier zwei Wege, warte mal. Lass mich kurz mal gucken, was ist, haben wir da? Da ist einfach nur ein langer Weg. Wir wollen eigentlich durch die Tunnel. Und ich weiß, wir werden später da auch dahin gehen. Wobei, wir müssen da sogar hin irgendwie. Wir müssen einmal da rum. Wir werden oh Gott. Morastmarionetten. Ich muss erstmal die Felsenbomben da loswerden. Da hinten ist ein Monster, was wir später holen werden. Wobei, ich kann es eigentlich jetzt schon holen, oder? Bin mir nicht mal sicher, ob ich da jetzt schon hingehen soll. Weil wir sind in der Nähe, ne? Aber die Frage ist halt, ob ich die Quest jetzt schon machen kann. Wenn ich ihn jetzt zum Mori schicke, das Monster. Ja, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. So, Morast-Marionetten. Aber das erste Mal hier im Spiel hier zu sehen. Ich glaube, die kam zuerst in Dragon Quest 2. Ich glaube, in Dragon Quest 2 waren die das erste Mal da, oder? Nee, Dragon Quest 2 oder 4? Ich glaube, in 2. Na, viele Monster haben ihre Ursprünge schon sehr weit zurück. Es gibt kaum neue. Also, es gibt, klar, hin und wieder kommen neue Monster vor in einer neuen Dragon Quest. Aber die meisten Monster, die auftauchen, sind halt die alten, ne? Die alten. Ja, ich denke mal, am Land werden wir später mal lang gehen. Ah, ich will das eigentlich jetzt schon machen. Moment, wo ist das? Wo soll einmal hier rum. Das machen wir jetzt schon. Wenn das Monster jetzt schon da ist, kann ich es eigentlich jetzt schon holen, oder? Boah, was sind hier für Monster einfach? Ein Garuda einfach. Weil sonst müsste ich später nochmal extra zurück. Das wäre halt auch doof. Das wäre halt doof. Ja, die Monster halten auch nichts aus. Das ist gut. Die Monster halten kaum was aus. Aber dafür geben die noch gut viel Erfahrung, weil wir hier noch nicht waren. Also was ist gute viel Erfahrung? Also so viel Erfahrung wie der unten, wo ich trainiert hatte. Also relativ. Relativ. Ich weiß nicht, ob wir das Monster jetzt schon holen können. Ich glaube, das müsste ganz am Ende sein. Weil sonst müssen wir später nochmal hier hinlatschen. Das ist halt auch doof. Du müsst hier extra zum Schloss teleportieren, dann deinen Weg nochmal runtergehen. Das ist doof. Das ist mega doof. Oha, Monster Tower auf. Jamambobo. Ich würde die gerne sehr schnell erledigen. Ich glaube, die können sich sogar irgendwie fusionieren oder so. Mambo Jumbo oder so. Komm. Wieso sind die immer zuerst dran? Die können doch nichts. Aber vielleicht machen die es noch nicht. Oh, zum Glück. Ist klar. Hört auf, Leute wieder zu beleben. Das ist unfair. Komm, mach den weg.
Danke. Ich muss da unbedingt nachgucken, ob da jetzt... ob da jetzt hier... das Monster schon ist, ob wir es holen können. Der Weg ist halt wirklich weit. Ich aktiviere mal die Dings, komm. Weil sonst kann es nämlich sein, dass wir... den Rest des Partys hier auf dem Hinweg und Zurückweg benutzen. Und ich will halt auch nicht jedes Mal schneiden müssen, irgendwelche Kämpfe raus, weil das auch doof ist. Da ist das Ding, das will ich holen. Ich weiß nicht, ob wir es besiegen, also falls wir sterben, wisst ihr Bescheid, ne? Aber ich glaube, wir können das jetzt schon holen. Wir sind stark genug. Ich will das nämlich haben, der Drachentöpfer. Da kommen wir mal so gut wie es geht wieder drauf, ne? Mach einen Teufelsbeil, du machst mal einen Drachenhieb, du machst mal Zwillingsdrachen und du machst hier, keine Ahnung, einen Cherubinfall. Oh Gottes Willen, Alter. 59. Ah, ist nicht stark, ist nicht stark. Das ist nicht so stark. Könnte stärker sein. 52, ja. So, jetzt nochmal du, Mojangis. 124. Mach das nochmal. Ich weiß halt nicht, ob das, muss, das war ein Crit, ne? Ja, Sandwolke, es treffen alle nicht so. Okay, wischt sich schnell raus. Okay, die haben sich das wieder aus den Augen gewischt. Gut, gut, gut. Yes! Alter, wie viel hält der denn aus? Das ist fast ein Miniboss. Komm, mach mal, ich will den Glück, meinen Glück nicht herausfordern. Mach mal einen Falkenhieb. Ich sag ja, der ist stark, der ist stark. Weil ich dürfte nicht so viel aushalten mehr. Das ist ja kein Boss. 35. Erledigt. Angelo reicht dafür sogar ein Level ab, das ist super. Jetzt hau ich gleich in den Bogenskills rein. Nur vier Talentpunkte, was soll denn der Käse dauernd? Nur so wenig. Eine Silbermutze, okay, deswegen war so stark, weil das ein Silber ist. Aber wir können gar nicht, ach, ich muss später nochmal hier hin, denn weil ich den kann noch nicht, ich kann ihn noch nicht rekrutieren. Okay, ja, dann wissen wir ja jetzt Bescheid. Aber hey, die Silbermonstermünzen kann ich denn hier verkaufen, weil die Monstermünzen haben keinen Sinn. Auf jeden Fall werden wir uns das Monster später holen, das ist ja später wieder da. Ups, nein, ich wollte nicht raus, ich wollte den nächsten... Ach, den Ladevorgang, ja, komm. Das ist das, was ich meine, das ist so schlimm. Ja, ich stelle mir das vor meinem geistigen Auge vor. X. Runter, 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 X. X, 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 X. Nein, Viereck. Möchtest du wirklich herstellen? Ja. Animation abwarten. Textbox skippen. Nochmal Textbox skippen. Ladevorgang. Dreieck, Dreieck. Ladevorgang, fertig. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Ich weiß, was ihr denkt. Warum sagst du das? Jetzt müssen wir da durch. Jetzt müssen wir es jedes Mal selber ertragen. Ich kann auch nichts dafür. Soll ich jedes Mal rausschneiden? Das wäre halt, dann würde ich halt jedes Mal Schnitte setzen müssen. Das wäre viel zu viel. Da müssen wir durch. Das ist halt, gehört halt zum Spiel dazu. Ich weiß, was ihr denkt. Hör auf zu labern, denkt ihr. Ich habe Weihwasser aktiviert. Wieso müssen wir denn trotzdem gegen Garudas kämpfen? Ich weiß, was ihr denkt. Hat er nicht aktiviert? Warum kommen da trotzdem Monster? Ich glaube, ab irgendeinem bestimmten Level oder so kommen keine Monster mehr. Ich glaube, man muss irgendwie 4 Level Unterschied haben oder 5. Bin mir halt aber auch nicht sicher. Aber ich kann eure Gedanken lesen. Ne? Ich kann eure Gedanken lesen. Spiel doch mal besser. Warum machst du nicht Magie? Alles OP und so. Warum benutzt du nicht hier Flächenangriffe die ganze Zeit? Dann geht das doch viel schneller. Ich weiß.
Aber ich weiß, es ist manchmal wirklich auch schwer. Auch ich tue mich da ja auch mit schwer. Wenn ich halt sechs, das, guck mal, das will ich sehen. Wenn ich halt andere Leute sehe, zugucke bei irgendeinem Spiel, was ich halt auch so selber schon gespielt habe und kenne, tue ich mich damit auch schwer, meinen inneren Backseat-Gamer zurückzuhalten. Weil man selber Spiele anders spielt, ne? Eine Flasche Milch. Die hat sogar einen Bullenring. Haben die anderen Kühe nicht, oder? So, wir wollen in diese Höhle rein. Oder in diesen Tunnel. Ja, ich bin reicht für die HP reicht. Kein Dungeon, nur ein ganz normaler, stinknormaler Tunnel. Die wirken nur das Weihwasser lässt nach. Ja, ist mir egal jetzt hier. Wir sind eh neues Gebiet. Da kann man ruhig wieder was Neues sehen. Einfach nur ein Tunnel. Geil. Boah, richtig cool. Und da ist das Schloss. Da wollen wir hin. Aber wir gehen erstmal nach links. Da hinten ist die Kirche. Die ist super. Die Kirche, die ist richtig gut. Wisst ihr, warum die gut ist? Weil man das speichern kann. Ich weiß nicht, ich erzähle euch ganz was Neues. Aber wer soll euch diese Info denn geben, wenn nicht ich, ne? Spiele ich gerade das Spiel? Spielt jemand anders das Spiel? Ich denke nicht. Wobei, vielleicht doch. Kann ich hier runter? Nein, natürlich kann ich hier nicht runter. Das wisst ihr. Das ist halt auch so ein Ding. Ich kann einfach nicht so runter. Das ist ein kurzer Hügel. Nein, ich gehe jetzt extra nicht da rein. Ich gucke jetzt nicht nach. Eine Flasche frische Milch. Bleibst du schwul stehen? Haut die einfach ab. Flügelbüffel. Ach du Scheiße. Und natürlich greifen die plötzlich an. Aber ich mag die Farbe. Dieser schöne, dunkel oder hell, grelle Orange. Das ist fast schon ins Gelbe geht, ein Schnabel. Und dann dieses lilane Fell. Dieses kleine T-Rex-Flügelchen. Ich wollte gerade ein T-Rex-Geräusch machen. Man weiß aber nicht, wie ein T-Rex sich anhört. Man kann es durch die Knochenstruktur so ein bisschen erahnen, wie sich ein T-Rex anhören würde. Wenn man das so also versucht zu rekonstruieren, ein bisschen mit Fleisch, so Hähnchenfleisch kauft und ein bisschen am Skelett so ein bisschen ranpappt, kann man eventuell mal ungefähr einschätzen, wie breit und so. Es geht ja heutzutage mit dem Computer, wie breit die Luftröhren sind. Aber man weiß halt nicht, wie das wirklich faktisch, kann man es halt trotzdem nicht sagen. Man kann es nur ungefähr ahnen, wie so ein T-Rex sie anhört. Das Einzige, was man weiß, ist, dass das T-Rex groß war. Was ich halt ein bisschen schade finde, sie erlernen neuen Zauber. Zisch! Was ich ein bisschen schade finde, ist... nein, nicht Stäbe. Was ich ein bisschen schade finde, zu den ganzen alten Dinosaurier, man weiß halt, 90% ist nicht nur ausgestorben, sondern auch nachweislich nicht findbar, weil die meisten Kreaturen sind wirbellos und die sind im Wasser halt, ja, verdampft, würde ich mal sagen, verkocht und so, als mal der Meteorit da eingekracht ist früher. Da ist alles viel einfach weggegangen, ne? Viel weg. Einfach alles, ja. Man findet von denen ja nicht mal Knochen, also kann man ja nichts finden. Versteinerung ist auch schwer. Es ist lange her, dass wir zuletzt Besucher hier hatten, in diesem armen, einsamen Land. Diese Gegend war früher so lebendig, aber jetzt kommt niemand mehr vorbei. Und das alles wegen dieser verfluchten Dornen, die das Schloss Trodain nördlich von hier bedecken. Was für eine furchtbare Tragödie. Oh ja. Kann ich verstehen. Gibt's hier nichts zu klauen? Ich würde gerne hinter den Theke. So. Ich habe ein Gerücht gehört, wonach es im Schloss Trodain noch einen Zauberschlüssel gibt. Also bin ich lustig, um danach zu suchen. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich bin ja nicht in eure Angelegenheit, nämlich aber an eurer Stelle würde ich dann nicht hingehen, du. Sonst handelt ihr euch womöglich noch selbst im Fluch rein. Tut mir leid, aber ich habe Angst, habe ich euch Angst eingejagt? Das lag nicht in meiner Absicht. Das ist nur... Ach, schon gut, wissen Sie. Wieso vergessen wir das Ganze nicht einfach? Komm zum Geschäft. Ach, du verkaufst Sachen. Was hast du denn zu verkaufen? Heilkraut, Gegengiftkraut, Weihwasser, Chimärenflügel, Lederumhang, Fellmütze. Das ist neu. Aber brauchen wir nicht. Danke. Nein, ich komme auch nicht wieder vorbei. Einmal jetzt pennen werde ich gehen, dann werde ich einmal kurz hier safen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Trodain. 60. Du hast echt eine Marmel, weißt du? Ja, klar, ich kann verstehen, hier kommt fast nie jemand zu Besuch. Und deswegen muss man ein bisschen teuer sein und so. Aber holy moly. Huch, das sieht aber schon noch ein bisschen anders aus da oben, ne? Also, ja, was? Darf ich es nicht mal anmerken, oder wie? Entschuldigung, ich sag ja schon nichts mehr. Ist okay.
Da muss ich mal nachgucken. Der sieht ein bisschen anders aus, du. Ihr habt hoffentlich gut geschlafen, Bert, und sie jederzeit wieder. Echt wirklich, so nix im Raum, was sich lohnt, mitzunehmen. Und du, alter Mann? Oh, getreuer Diener der Göttin. Okay, nein, tschüss. Ja, doch, ich muss speichern. Wenn ich schon hier bin, muss ich speichern. Das muss ja, man muss den alten Mann ja auch irgendwie was zu tun geben. Die freuen sich, wenn ich was können. Und ich denke mal, der wäre sehr enttäuscht, wenn ich jetzt sage, boah, nee, du. Muss nicht sein, Alter. Ich sehe, wie lange ich schon spiele, ja. Heftig, ne? Weil das bin ich hier Part 21, glaube ich. Ja. Kirche im Westruderin. Möchte er jetzt fortsetzen? Ja. So, er freut sich, dass er heute was erledigen konnte. Haben wir ihn seinen Tag gemade. Gemade sein Day. So, aber unser Ziel ist klar, da oben ist die Insel, da kommen wir natürlich nicht hin, es sei denn, wir sind Jesus und können das Wasser laufen oder das Meer spalten. Nein, wir wollen da oben zum Schloss, was natürlich von hier aus jetzt nicht zu sehen ist, aber das ist etwas ein Weg, das ist ein kleiner Weg. Ach, come on. Muss das sein? Komm, greif an. Das auch mal an. Du machst mal hier, keine Ahnung. Jetzt Fischgelände. Wir brennen einen einzelnen Feind mit einem. Was auch immer. Moment. Nein. Lass mich nur kurz mal hier Krach machen. Und dann greifst du einfach an. Das sind ein paar Gegner, die können wir hier schon wegmachen, ne? Neue Käfer kann nix. Peng. Wie die wohl schmecken, ne? Was meint ihr? Schmecken die mehr nach Hähnchen oder mehr nach Rind? Mehr nach Stier? Das ist eine interessante Frage, ne? Die Motten würde ich nicht fressen, ne? So verzweifelt muss man erstmal sein. Nee. Ich stelle mir halt so vor, eine Mischung, ne? Je nach Gliedmaß. Wahrscheinlich immer ein bisschen anders. Jetzt bekomme ich Hunger, ne? Gibt schon einige Monster hier, die würde ich schon gerne in die Pfanne hauen. Aber halt nicht jedes, ne? Nicht jedes. Schleime könnte zum Beispiel nicht genießbar sein. Die würden ja verdunsten. Wenn die in die Pfanne schmoren. Oder werden zu Schleim. Zum Beispiel die hier. Vielleicht werden die Schleime, ja? Wenn man sie kocht, zu flüssig Schleim. Man weiß es nicht. Aber wenn man zu lange kocht, dann... Ich denke mal, die werden sich jetzt vereinen und so. Deswegen werde ich einfach mal sagen... Lassen wir sie mal. Außer Youngus. Der will natürlich... Der denkt sich so, boah... Ja, ich vergessen, dass er angegriffen hat. Nein, ihr wollt... Die wollen sich nicht vereinen. Nee, die wollen sich nicht vereinen. Sonst hätten sie schon längst initiiert. Oder ich habe den einen leider zu früh getötet. Okay. Ja, das haben wir zumindest gesehen, dass man abwehren kann im Spiel. Das ist eine Gruppe, ne? Komm, machen wir mal Brutzel. Nein, du sollst brutzeln, habe ich gesagt. Du machst mal auch Brutzel. Ach komm, greif an. Apropos Braten, ne? Jetzt habe ich mich so lange an solchen Schleimen aufgehalten. Ja, wonach schmecken die Schleime? Das ist auch eine andere Frage, ne, wenn man sie isst. Bleiben sie lange im Magen? Kommen sie im Ganzen wieder raus oder in einer anderen Form? Oder womöglich in einer anderen Farbe? Alter, wie komme ich denn da hin? Ach, da hoch. Das ist aber auch ziemlich... Ja, die Truhen, wie gesagt, das werden wir alles später machen, wenn wir auch wirklich alles öffnen können, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Nicht, dass wir da ewig laufen und dann plötzlich sagt die Truhe zu ein... Nee, jetzt ist vorbei. Die schläft, die Katze. Sicher, dass die Schläfen nicht ja richtig zugetrönt ist. Ich weiß nicht. Oh Gott, ich hasse... Komm, mach mal einen Kriegsschrei auf die drei. Dann kann ich mich eher auf die anderen da konzentrieren, die Mörder miezen. Eventuell gehen die anderen noch drauf, vielleicht früher. Ach komm, greif an. Oder so.
Wow, jetzt machst du einmal so einen Kriegsschrei für eine Katze. Langes. Wir sind hier nicht beeindruckt. Also wirklich. Wenn selbst die Katze da nicht beeindruckt ist. Wer dann? Gut, haben wir irgendwo hier in England einen schönen Ort, wo man sich sagt, boah, ja Mann, das hier ist doch ein hübscher Ort. Ich denke mal, wenn wir hier hochgehen, mit der Aussicht wieder, ne? Ich weiß, was ihr denkt. Boah, der Mikude wieder, der sucht sich jetzt nur eine Aussicht, wo er den Part beenden kann, weil der macht hier nicht länger und so. Kein Fanservice hier. Ey, wenn das nicht Fanservice ist, sie einfach mal irgendwo hinzustellen, was ich eigentlich normalerweise privat immer machen würde. Mir einfach mal kurz mal gucken. Ach, ist das schön. Ne, Jangus? Super, ne? Ja. Er schätzt es wert. Ich schätze es auch wert, nur aus und erinnert mich die Burg so ein bisschen an der ersten, am ersten Trägenquest in der Mitte, so ein bisschen da war ja auch so. Ja, die Nebelschwaden. Die habe ich mir zumindest eingebildet. Die Nebelschwaden in der Mitte von Trägenquest wie hieß die erste Welt nochmal? Alifgard. Genau. So habe ich mir das immer vorgestellt. Gut. Ein Remake wäre geil, ne? So ein Remake, so ein 3D-Remake von den ganzen alten Dragon-Kristallen, das wäre super. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke euch fürs Zusehen, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn der nächste passt und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ich beeile mich ja schon, Jengels.